wie gesagt, die sehr erfolgreich und sehr wichtige Arbeit leistet, vertreten durch Frau Ilse Rankl, die in sehr ehrenamtlicher und gemeinnütziger Art und Weise hier bei uns in der Stadt sehr, sehr intensiv und auch sich mit den Kindern auseinandersetzt und auch entsprechend Erfolge gefeiert hat. Und ganz besonders erfreulich ist es, dass Frau Ilse Rankl im heurigen Jahr sehr hohe Verdienste des Landes Tirols erhalten hat, wozu ich ihr sehr herzlich gratuliere und entsprechend auch Sie herzlich begrüßen darf. Herzlich willkommen. In ihrer Lehrerkarriere hatte sie einen Lernkreis gesehen, und zwar in Frankfurt, wo sich Damen zusammengeschlossen haben und Kindern, die Lernschwächen zeigten, außerhalb des Schulbereichs Hilfe leisteten. Dieses Ereignis, dieses Gespräch mit dem türkischen Vater einerseits und diese Erfahrung, die sie mitbrachte, führten dann Frau Rankl, glücklicherweise für uns, in die Volksschule Kitzbühel. Sie klopfte dort an und stieß auf offene Türen. Der Herr Direktor Arthur Huber, der pensionierte Direktor Arthur Huber, ich habe ihn schon gesehen, war sofort bereit, als ihm Frau Rankl seine Hilfe anbot, weil genau in diesen Zeiten eigentlich das Problem auftauchte, dass doch immer mehr Kinder mit Immigrationshintergrund bei uns in der Schule waren und dass man sah, dass doch zusätzliche Hilfe zur Schule notwendig wäre. Frau Rankl stieß beim Herrn Direktor auf offene Ohren und somit wurde der Lernclub gegründet. Ja, ich bin hier mit Frau Magister Ilse Rankl, die Begründerin und Leiterin des Kitzbüheler Lernclubs, eines Clubs, der Volks- und Hauptschüler unterstützt beim Lernen, beim Hausaufgabenmachen. Und diesen Club gibt es schon lange, schon an die 15 Jahre. Und ich frage jetzt Sie, Frau Magister Rankl, wie hat das eigentlich begonnen? Naja, da gab es in der Nähe einen Türkenjungen und dem bin ich immer mal begegnet und habe ihn gefragt, wie es ihm geht mit seinen Hausaufgaben. Und er sagte, naja, da muss er immer zur Nachbarin und die hat nicht immer Zeit. Und es geht nicht so gut. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, ein bisschen hier was zu machen, damit auch diese Kinder unterstützt werden. Das hat dann also mittlerweile 15 Jahre lang gedauert. War es eigentlich schwer, schnell Helferinnen oder Helfer zu bekommen? Naja, es ging. Ich habe meine Nachbarinnen angesprochen. Und dann haben die wieder andere angesprochen. Und so ist das. Am Anfang hatten wir auch viel weniger Kinder. Wir haben ja mit 3 Kindern angefangen und heute haben wir über das Schuljahr gerechnet an die 60. Ich bringe jetzt noch ein paar Daten, ein paar Zahlen, was dort eigentlich geleistet wird. Und zwar bekomme ich jedes Jahr einen schönen Schulbericht oder einen Lernclubbericht. Und im Schuljahr 2006/07 kamen 44 Schülerinnen aus der Volksschule in die Lernhilfe, 21 Schülerinnen aus der Hauptschule. Also insgesamt 65 Kinder nahmen diese Betreuung in Anspruch. Insgesamt zählte Frau Rankl 975 Schülerbesuche. Es waren also im Durchschnitt 17 Kinder, die diese Lernhilfe in Anspruch nahmen. Manchmal waren, also die Mindestanzahl war 4. Es wird nämlich genaue Statistik geführt, also die Mindestanzahl war 4 und die Höchstanzahl 31. Und es kann also nicht genug gedankt werden, dass wir hier in Kitzbühel Frauen haben, die und einen Mann ab und zu, den hätte ich fast vergessen, Horst Ebersberg ist einer der Männer, die auch manchmal dabei sind, die hier soziale Arbeit leisten und auch Integration. Und es kann nicht genug Dank gedankt werden und ich bitte jetzt die Damen an der Spitze, Frau Magister Rankl, heraus zu uns und die Damen des Lernkreises, der Herr Landesrat und der Herr Bürgermeister werden Ihnen jetzt ein kleines Geschenk überreichen.
als Sprecherin des Kitzbüheler Lernclubs, einer privaten Lernhilfeorganisation für Volks- und Hauptschüler, möchte ich auch im Namen meiner 14 ein paar Worte an Sie richten. Wir sind eine rein private Initiative. Wir gehören keinerlei Vereinen. 15 Jahre sind eine lange Zeit, eine halbe Generation. Als wir vor 15 Jahren mit der Arbeit begannen, Schulkindern aus der Volksschule kostenlos bei den Hausaufgaben zu helfen, wer hätte gedacht, dass wir so lange durchhalten würden? Ich erinnere mich noch gut daran, wie Ruth Bosin und ich zur ersten Nachmittagsbetreuung 1992 aufbrachen, den Rechtschreibduden in der Hand. Drei Mädchen serbischer Abstammung erwarteten uns. Den Duden haben wir nicht gebraucht, bis zur Einführung der neuen Rechtschreibung. Mit den Jahren wurde die Schülerzahl größer, die Zahl der Betreuerinnen ebenfalls. Kümmerten wir uns anfangs nur um Volksschulkinder serbischer und einheimischer Herkunft, so mussten wir bald auch Hauptschüler bei uns aufnehmen, die von der Volksschule aufsteigend weiter betreut werden wollten. Das war eine neue Herausforderung für uns. Mit den Jahren besuchten uns dann sehr viele einheimische Schüler, Flüchtlingskinder aus dem Kosovo ergänzten die Schar. Heute machen Kinder türkischer Abstammung mehr als die Hälfte unserer Schützlinge aus. Wie uns Lehrer versicherten, erreichte im Laufe der Jahre mancher Schüler bessere Zeugnisse durch unsere Unterstützung. Was waren eigentlich im Laufe dieser 15 Jahre so besondere Erlebnisse oder Höhepunkte oder auch Tiefschläge? Gab es eigentlich gar nicht so viele, muss ich sagen. Wir sind gewachsen, es wurden immer mehr Kinder. Heute haben wir also an die 60 Kinder. Damals waren es wenig, nein, eigentlich war nicht viel. Nein, es ging immer ziemlich gleichmäßig dahin. Gibt es noch Kinder oder Schüler, die sich dann später, nachdem sie die Schule absolviert haben, an Sie erinnern, dass man Sie trifft und dann vielleicht darüber redet? Oder gibt es das? Ja, das sicher gibt es. Von unseren großen Mädchen damals, es sind also etliche verheiratet, haben Kinder. Manche erinnern sich gern, manche, die wollen also nicht so gern was mit uns zu tun haben, die wollen sich nicht so erinnern, dass sie mal vielleicht nicht so gut in der Schule waren.